Diese Woche habe ich bei Software Architecture im Stream Alexander von Sitzewitz zu Gast. Alexander, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Ja, also ich bin in Deutschland aufgewachsen, lebe inzwischen in den Vereinigten Staaten in Plymouth, Massachusetts seit 2008. Softwarearchitektur hat mich schon immer begeistert. Ich habe in Deutschland in München die Informatik studiert und mich schon immer gefragt, wie kann man sicherstellen, dass Software nicht als Big Ball of Mud endet irgendwie und dass die Dependencies überschaubar bleiben. Und ich habe relativ früh auf die harte Tour gelernt, dass es wichtig ist, Dependencies zu managen. In all den Projekten, in denen ich früh gearbeitet habe, direkt nach dem Studium, haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Struktur so ein bisschen entarten kann. Und da hat mich immer schon die Frage beschäftigt, wie kann man das Ganze verbessern? Ende der 90er Jahre haben wir einen Auftrag von BMW bekommen, wo wir einen sogenannten Software-Messplatz gebaut haben. Dieser Software-Messplatz hatte die Aufgabe, bei Java-Projekten von BMW festzustellen, dass gewisse Architekturstandards eingehalten worden sind, gewisse Metriken im grünen Bereich liegen. Und dieses Projekt war dann so ein großer Erfolg, dass wir uns überlegt haben, da ein Produkt auszumachen. Und die Möglichkeit kam dann relativ schnell. Meine alte Firma konnte ich 2000 dann verkaufen. Und in 2005 habe ich dann den Entwickler vom Software-Messplatz, wir beide haben uns zusammengetan, der Dietmar Menges und ich, um eben dieses Produkt so einer J zuerst und später dann so einer Graph zu entwickeln. Ever since we're working on it, since 2015, sind wir immerhin schon 16 Jahre jetzt. Macht Spaß, ein sehr interessantes Projekt. Wir haben inzwischen hunderte Kunden auf der ganzen Welt, die diese Technologie benutzen. Wir arbeiten kontinuierlich daran weiter, kriegen viel Kundenfeedback und eine sehr spannende Aufgabe. Genau, und als besonderes Highlight hat Alexander angeboten, dass wir uns am Freitag zum einen anschauen, wie Apache Cassandra sich über die Zeit verändert hat als NoSQL-Datenbank. Ein paar sehr coole Visualisierungen werden wir dort sehen und zum anderen die Definition von Architekturen mit einer DSL und das Absichern gegen Architekturverletzungen damit. Wir freuen uns auf Freitag und ganz viele Kommentare und Fragen. Bis dahin. Super, ja, ich freue mich auch. Ja, sehen wir uns nächsten Freitag.